und damit Sie beim nächsten Gala-Dinner auch garantiert die absolut trendigste Frisur haben, zeigen wir Ihnen heute, wie die für die neue Saison ungefähr aussehen sollte. Ich weiss ja nicht, ob Ihnen die Haare jetzt beim Anblick von Ihrer Telefonrechnung am Berg stehen, aber das würde sicher nicht den neuesten Frisurentrends entsprechen. Was sind denn die Trends überhaupt? Wir wollten es natürlich genau wissen und haben heute hier im Studio ein bisschen Haar lassen. Nicht ich persönlich. Heute Nachmittag geben uns zwei aufstrebende neue Star-Coiffeure aus der Schweiz die Ehre. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass sie es werden. Und sie geben uns ein bisschen Nachhilfeunterricht. Und jetzt schauen wir mal an, wie sie und ihre Models dann ausgesehen haben, wo sie angekommen sind bei uns. Hallo, ich bin Leila und ich habe mich für einen modischen Kurzhaarschnitt entschieden. Und ich bin Jörg. Ich komme vom Coiffeur-Team Achammer in Meilen am Zürichsee. Und ich habe die schöne Aufgabe, Leila einen neuen Haarschnitt zu machen. Ich werde sie nachher beraten und ich glaube, ich freue mich recht drauf. Hallo zusammen, ich bin Manuela. Ich habe das Gefühl, ich habe hier ein bisschen viel Haar und Reto tut mir jetzt hier eine schöne Frisur anzaubern. Hallo zusammen, ich bin Reto, ich komme vom Intercoiffeur-Team Bernasconi in Glarus. Und mein grösster Wunsch ist natürlich, einen schönen Haarschnitt herzuzaubern an der Manuela. Jetzt gehen wir gleich mit Maske, dass es vorwärts geht. Ja, vorwärts gegangen ist es ganz offensichtlich. Zaubert wird auch schon aus dem Vollen geschöpft, wird da bei uns im Tough Haar Studio. Ganz herzlich willkommen, Reto Bernasconi. Ganz herzlich willkommen, Jörg Achammer. Unsere zwei Profis da sind schon fleissig am Werk, wie man sehen kann. Und angefangen hat das Ganze eigentlich mit der Farbe. Farbe ist ein ganz wichtiger Bestandteil in Sachen Haartrends. Jörg, was hast jetzt du da beachtet, wo du da die Farbe ausgewählt hast für die Leila? Also grundsätzlich ist es mal wirklich extrem wichtig, dass man eine Haarfarbe zu einem Schnitt macht, weil das holt jeden Schnitt viel mehr raus. Bei der Beratung ist es wichtig, dass man auf den Kunden eingeht, nicht nur auf Trends, sondern was fühlt sie auf dem Bauch aus und auf was hat sie Lust, was hat sie für einen Beruf und dann wählen wir die Haarfarbe auswählen miteinander. Okay. Also wir nehmen nicht mehr einfach auf Trends beschränkt, nein, sondern man schaut wirklich darauf, was will die Kunde, wie fühlt man sich wohl überhaupt. Ja, genau. Jetzt in Sachen Farbe ist das so eine Sache. Wenn ich Farbe höre, Haarfärben, denke ich immer Chemikalien und das muss doch irgendwie schädlich sein. Wie sieht das aus heutzutage? Also ich glaube, es muss sicher von den Produkten her, die sind alle dermatologisch getestet. Durch das könnte eigentlich gar nicht mehr aggressiv sein. Es ist aber so, dass wenn man Produkte nicht fachmännisch anwenden, zu lange einwirken lassen, vielleicht noch mit Hitze arbeiten, mit Wärme, dann ist es sicher eine Problematik. Für so grosse Veränderungen würde ich das beim Coiffeur machen. Die Auffrischung für einen Glanz, für einen Farbeffekt kann man sicher auch mal daheim machen mit einem Schaum, der überhaupt kein Problem ist. Okay, also man kann doch noch daheim ein bisschen weiter stylen, aber wirklich eben die wichtigen Sachen dann, die macht man beim Coiffeur. Alle modebewussten Frauen sollen sich das merken, sonst kann der Schuss nämlich hinten raus, wie man sicher auch schon den einen oder anderen Fall bei sich im Studio hat. Ja, von den Food-Artisten gibt es das Wort, das ist sicher so ein Unwort, das ich jetzt gerade erfunden habe. Zurück zu unseren Haarkünstlern, in unserem tough-eigenen Haarstudio. Wir sind jetzt also ziemlich weit gekommen in der Zwischenzeit in Sachen Schnitt. Da stellt sich mir eigentlich immer wieder die gleiche Frage. Die einen schneiden trocken, die anderen schneiden nasse Haare. Macht einfach jeder, was er will, oder gibt es das System dahinter? Ja, also eigentlich macht jeder, was er will. Ah, ja. aber natürlich hat es bei allem, was man macht, ein System. Und der Sinn davon, dass man im trockenen Haarschnitt fertig schneiden, ist schon der, dass man das Haar eben wahnsinnig gut gespürt, wenn es trocken ist. Die Kundin hat ja die Haare, ihre Haare eher trocken, wenn sie es trägt und nicht nass. Und dann sehe ich jetzt ganz genau, wo es da ein bisschen Volumen noch braucht, wo man noch ein bisschen leichter machen muss, sodass sie dann die Haare auch die Chance hat, das easy selber zu föhnen. Mhm, genau. Pflegeleicht muss ja auch sein. Die Ansprüche sind ja enorm an euch, eigentlich. Reto, jetzt gerade in Sachen so Schnitttechniken, da hört man auch immer wieder von irgendwelchen neuen Geräten und Scheren und so weiter. Bringt das überhaupt etwas oder ist da wirklich noch
das Handwerk immer noch das Wichtigste. Also ich habe schon gehört, dass irgendwie mit heißen Scheren geschnitten wird und so Sachen. Grundsätzlich ist sicher, dass das Handwerk an und für sich, das Gefühl in den Händen, die Formen, kannst du sehen. Das Arbeitsgerät ist sicher ein wichtiger Teil und da soll jeder individuell entscheiden, mit was er am besten die besten und die schönsten Resultate bringt. Die einen haben Skulpturschere, die anderen haben das Messer, einen Razor oder die normale Schere. Wie auch die heiße Schere ist sicher auch ein Thema. Und von dem her, ich glaube, schlussendlich ist für die Kundin wichtig, dass sie mit wenig Aufwand einen grossen Effekt hat. Mhm. Man hört immer von diesen Star-Coiffeuren, die auch ihre Star-Kundschaft haben. Wäre das so ein Karriereziel, Jörg, zum Star zu werden? Also für mich persönlich nicht. Ich muss sagen, wenn man Freude hat an einem Beruf und wenn man es auch vom Bauch aus macht, wirklich mit viel Hingabe, dann wird man früher oder später sicher mal vielleicht auch einen Prominenten auf dem Stuhl haben. Aber das ist nicht das Ziel, weil ich finde, jeder Kunde ist gleich. Jeder Kunde hat das Recht auf eine wirklich super Frisur, und die zu ihm passt. Und das ist eigentlich wirklich dann das Schöne und vielleicht dann manchmal ein bisschen persönlicher auch noch, wenn man sie, ja genau. Die Mode, also auch die Frisurenmode, spielt natürlich eine grosse Rolle, auch im Bereich der Ja, da bei uns im Tough Hair Studio machen wir uns jetzt definitiv als Finish. Der Reto Bernasconi und Jörg Achammer sind da so ein bisschen im Endspurt. Und da bleibt natürlich vor allem für die Kundinnen noch die grosse Frage, wie style ich mich denn zuhause? Was muss jetzt zum Beispiel die Leila beachten bei ihrer Frisur zuhause? Also Leila hat jetzt einen Haarschnitt, den sie auf verschiedene Arten frisieren kann. Sie kann das mal hinter die Ohren nehmen oder eben auch ein bisschen wuscheliger frisieren. Das ist durch die Strukturen entstanden, die wir rausgeschnitten haben. Und sie muss die Haare einfach gut abfotieren, das richtige Produkt, Kopf vorne runter. Und dann wird sie tiptop in Form im Haarschnitt haben. Tönt ziemlich einfach, ziemlich pflegeleicht. Wie sieht es aus bei der Manuela, Reto? Auch Manuela kann natürlich verschiedene Styles machen mit verschiedenen Produkten. Ich habe jetzt hier mal die Variante Wachs. Genau, durch das mit dem Wachs gibt es gleich einen leichten, schönen Glanz, einen leichten Nasseffekt drin. Und es ist nicht hart, es lebt immer noch. Also, es ist nicht wie Spray, das Haar dann hellmässig macht, wenn man es übertrieben sagt. Okay. Ich glaube, mit einer Schale da kann sie eine Schälfrisur machen oder mit dem Spray kann sie mal mehr Volumen erzeugen. Verschiedene Frisuren nach einem Schnitt, das ist glaube ich, so ein bisschen das Hauptmotto da. Jörg Achammer und Reto Bernasconi, ich möchte mich jetzt schon ganz herzlich bedanken für die super Leistung, die ihr da geboten habt bei uns im Studio. Und damit sind wir eigentlich am Schluss von der heutigen Sendung. Und etwas ist ganz komisch, ich habe nämlich am Schluss von der Sendung zwei brandneue Gäste bei mir im Studio. Einerseits Leila. Wir schauen doch mal an, wie sie ausgesehen hat, wo sie heute Mittag angekommen ist bei uns. Und so geht sie heim heute, Leila. Jetzt muss ich mich noch fragen, bist du zufrieden? Absolut, wie immer, wirklich. Ja, absolut, wie immer. Sie muss es natürlich sagen. Und Manuela, wie ist Manuela zu uns gekommen heute Nachmittag? Und so geht sie heim. Manuela, bist du... Das ist wirklich super. Ist es noch ein gewöhnungsbedürftig, oder? Also ich habe das Gefühl, nicht. Man gewöhnt sich schnell daran. Okay, gut. Ich danke euch ganz vielmal. Und die, die Lust haben, die sollen einfach reinschauen in den Salon Bernasconi und Achammer. Achammer in Meilen, Bernasconi in Glaris. Das wär's für heute. Ich freue mich auf morgen. Bis dann. Bye-bye.